der Wert einer Marke bestimmt sich auch auf dem Erhaltungszustand, ob die Zähnung vollständig ist, ob die Zähnung sauber ist, ob das Markenbild auch völlig übereinstimmt, mittig platziert ist, dann auch ein sauberer, lesbarer Poststempel. Und bei Belegen ist es noch wichtiger, dass der Beleg in erstklassiger Erhaltung ist, nicht beschnitten ist, auch der Stempel sauber lesbar, die Marke in tadellosem Zustand ist. Wirklich gesucht in der Filatelie sind Marken aus den Anfangszeiten der Filatelie bis in den 50er Jahren. Alles, was danach von den verschiedenen Postverwaltungen herausgegeben wurde, ist so rückläufig im Sammeln, dass das Interesse einfach nicht mehr vorhanden ist. Als Verein selber muss ich dazu sagen, der Nachwuchs, der fehlt völlig. Man bekommt eigentlich nur noch Vereinsmitglieder, die schon 60 oder darüber sind, vom Lebensalter her. Das jüngste Mitglied bei uns im Verein ist, so wie ich mich jetzt entsinnen kann, schon über 50 Jahre alt. Also der Altersdurchschnitt ist sehr hoch im Verein und ich kenne das von den Nachbarvereinen, mit denen wir ja regelmäßig Kontakt pflegen. Die haben dasselbe Problem, also der Nachwuchs fehlt. Und in der Regel ist es so, dass die Älteren mittlerweile darauf gekommen sind, ihre Sachen so langsam abzustoßen.